gerade auf Wetter online geguckt und sehe ganz schön viele Blitze im Wetterradar. Wow, was helle Blitze da hinten. Wahnsinn. Wahnsinn, helle Blitze. Mittlerweile sind 50 Minuten Aufnahmezeit vergangen. Und es blitzt immer noch da hinten. Aktuelle Uhrzeit 22.48 Uhr. Mittlerweile sieht man schon Mondschatten. Wie ein bisschen gespenstisch sieht das aus, wenn der hinten in der Ferne immer so rumflackert. Und die Blitzfrequenz ist angestiegen auf ca. 5 bis 10 Blitze pro Minute.
Spiegel ganz deutlich von der westlichen, vom westlichen Norden. Der Richtung halt auch. Nicht da. Nicht da hinten. Und das da hinten ist nicht da. Das geht in unsere Richtung. Und da sind die Ritter schon in unsere Richtung unterwegs. Und wir nennen auch nur die Niederlanden. Blitz. Wow, heller Blitz. Heller Blick hier. Die Sterne sind mir gerade aufgetaucht. Also hier sieht man gar keine Wolken. Und keine roten Lichter. Hier sieht man keine Wolken. Aber hier sind Lüfte.
Was ich jetzt mal machen werde, ist mit der Kamera rausgehen. Also ich gehe jetzt mit der Kamera raus, um die Blitze von dort ab zu filmen. Dann hört man ein bisschen mehr die Naturgeräusche. Vielleicht kriegt man ganz selten liegen, weil ja 11. 12. August ist ja immer die Zeit der Perseiden. Da werde ich immer diese Passage rausschneiden. Jetzt 1 Stunde und 8 Minuten am Aufzeichnen. Zähle mich mal hier raus. Da sind sogar Perseiden sichtbar. Ich glaube eher nicht, aber es geht jetzt eher auf die Gewitteraufnahmen. Jetzt bin ich draußen. Da Richtung Westen. Jetzt richte ich meine Kamera nach Nordwesten aus. Ich will es gerade nicht blitzen. Es dürfte jetzt innerhalb der nächsten 50 Sekunden Blitz kommen. Aber kommt nicht. Da hinten hat gerade geblitzt. Hier sind die nicht so gut drauf sichtbar von draußen. Jetzt kann ich ja nur einmal kurz Richtung Mond mal rübergehen. Da ist der Mond. Das ist jetzt gestern der Supervollmond gewesen. Einen Tag danach ist der Mond immer noch ziemlich voll. Deswegen wird hier noch alles hell erleuchtet. Mit dem Mond dahinter. Und da hinten jetzt Richtung Südwesten gerichtet ist auch schon ein Gewitter unterwegs. Was in unsere Richtung unterwegs ist. Leider. Würde ich sagen. Es kann aber sein, dass es auch die Aktivität nachlässt. Und das war gerade von einem anderen Gewitter. Und das war auch ein anderes Gewitter. Vielleicht ist das jetzt auch gar nicht mehr aktiv, muss ich sonst gleich mal im Wetterradar gucken. Aber ich glaube, es ist noch aktiv. Ich sehe auch ein paar Wolken in der Richtung.
Scheint eher inaktiv zu sein. Also da ist man keine Aktivität. Und wenn es in der Richtung viel Aktivität. Richtung Nordwesten ist mit viel am Blitzen. Also Westen und Nordwesten ist alle voll mit Blitzen. Der Himmel hier oben ist nix. Da ist schon wieder ein heller Blitz gegeben. Da ist noch der Mond. Da noch mal kurz schön ran zoomen. Das ist jetzt der heutige Mond. Da sieht man richtig die Mondmeere. Es verwackelt ein wenig, aber das ist der Mond. Es sind so ein paar harmlose Wolken davor. Mit nur harmloses Gewölk bei uns innerhalb von 10 Kilometern. Werde ich jetzt erstmal in der Kamera wieder reingehen. Und von drin wieder weiter filmen. Vielleicht nochmal kurz von hier. Blitz. Was? Schon wieder. Da weiß ich. Das Blitz da hinten. Jetzt werden wir wieder reingehen. Was? Vorne rein? Ja. Und da hat es schon wieder geblitzt. Da schon wieder. Will ich erstmal das hier rausschneiden. Da ist der Mond im Haus versteckt. Licht. Auch nicht rein. Ich habe gesagt, vorne reingehen. Das ist der Mond. Das ist noch einmal Richtung Gewitter. Da blitzt es schon wieder. Oh, heller Blitz. Aber bisher keine weiteren Perseiden gesichtet. Bisher zwei habe ich gesichtet. Und die waren innerhalb einer Minute. Hier komme ich auch nicht rein. Deswegen werde ich erstmal die Videoaufnahmen unterbrechen. Weil es waren nämlich schon genug Blitze. Mit dem Mond, also ich zoome mit. Als Abschied noch für den Mond hinein. Erstmal den Abschied. Zack. Erstmal der Mond. Deshalb muss man noch ein bisschen stabilisieren. Richtig hinterm Baum. Damit möchte ich euch verabschieden. So eventuell vielleicht noch eine weitere Aufnahme im Gewitter. Das war's dann erstmal für dieses Video.